Hallo, da bin ich schon wieder. Das zweite Video hier auf dem Kanal. Es geht richtig ab hier. Es ist unglaublich. Ich bin ein richtiger Influencer geworden über Nacht. Das ist unfassbar. Es geht durch die Decke. Ich schwöre es euch, das wird hier noch der neue Lifestyle-Kanal. Na gut, Spaß beiseite. Also, ich habe doch noch mal ein Thema gefunden hier für ein zweites Video. Quasi noch eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Entschuldigung, ich muss mein Handy übrigens die ganze Zeit so schwul halten, weil das Ladekabel drin ist und ich es nicht aufstellen kann. Macht das Sinn? Nee. Egal. Also falls mir der Arm dann gleich mal wegfällt hier, wundert euch bitte nicht. Ja, die Frage oder das Thema auch dieses zweiten Videos, was hoffentlich nicht ganz 20 Minuten lang wird, das tut mir auch total leid, dass es wieder so lange oder dass das so lange geworden ist. Das war nicht geplant, aber ich kann gut reden. Ich bin Verkäufer, was soll ich sagen? Ich kann nur reden. Was anderes kann ich nicht. Mehr habe ich auch nicht gelernt. Und zwar, die Frage, die ich heute mal versuche zu beantworten, ist folgende. Und die kennt ihr sicherlich, vielleicht habt ihr diese Frage auch selber. Ist wie folgt. Ist der Klassiker oder einer der vielen Klassiker natürlich. Es gibt so viele Klassiker an Fragen, die mir gestellt werden. Wie sollte mein Training aussehen? Beziehungsweise was für einen Trainingssplit soll ich machen für Muskelaufbau? Ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, ist ja wieder ganz wichtig, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Danach sollte sich das Training eben auch richten. Aber in dem Fall war die Frage für Muskelaufbau. Was für ein Split sollte ich machen? Ne? Ihr kennt ja Split-Training. So 5er-Split, 3er-Split. Push-Pull-Beine. Ja, der Influencer-Split nenne ich den. Ich weiß gar nicht, wer den erfunden hat. Karl S. oder irgend so eine Pfeife. Ja, Push-Pull-Beine. So eine Scheiße. Sag doch einfach Brust, Rücken, Trizeps. Was weiß ich, aber doch nicht Push-Pull-Beine. Was ist denn das bitte? Ich höre das immer wieder. Ich mache einen Dreier-Split. Punkt. Einmal Drückübung, einmal Zugübung und natürlich ganz wichtig noch die Beine. Ohne Beine gibt es keinen Muskelaufbau. Das vielleicht nochmal in einem anderen Video. Ja, wenn ihr mein letztes oder mein erstes Video, mein letztes und erstes, ja, geschaut habt, dann habt ihr am Anfang des Videos bestimmt auch gehört, Entschuldigung, da ging es ja darum, Grundlagen für Muskelaufbau. Und da habe ich gleich am Anfang gesagt, kann ich pauschal nicht beantworten. Deshalb ja auch das Video, was 20 Minuten lang ging. Bei dieser Frage, wow, wen wundert's, kann man tatsächlich beantworten. Und zwar pauschal. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich werde es euch auch gleich beantworten. In diesem Sport ist ja nichts individuell, also das ist alles individuell, so. Und nichts pauschal. Man kann jetzt nicht sagen, das funktioniert für alle. Das wisst ihr. Dieser Sport ist individuell. Diese Frage allerdings, wie gesagt, kann man pauschal beantworten und zwar ganz einfach. Was für ein Split sollte ich machen? Was für ein Training? Das, was dir am meisten Spaß macht. Punkt. Video beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nein, Spaß, es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Aber so ist das. Trainiert bitte so, wie es euch am meisten Spaß macht und natürlich auch, wie es eurem Alltag auch entsprechend ist. Ja, wenn ihr Nachtschichten macht und was weiß ich, oder Manager seid und 80 Stunden die Woche arbeitet, dann trainiert ihr auch nicht sechsmal die Woche. Das würde ich euch nicht raten. So, also das ist schon mal im Grunde die Aussage des Videos. Wer jetzt schon keinen Bock mehr hat, kann gerne abschalten, weil das war die Antwort. Ab jetzt folgt nur noch zusätzliches Gefasel. Sorry, von mir. Also wie gesagt, macht das, was euch am meisten Spaß macht. Und das bringt euch am Ende auch am meisten Erfolg. Weil der beste Split, kommen wir gleich noch zu, was der beste Split ist, der bringt euch nichts, wenn euch der keinen Spaß macht. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Schön und gut. Schön und gut. Ich sag mal, ein Fünfer-Split. Ihr macht den, aber ihr habt gar keinen Bock drauf. Ihr würdet gerne lieber Push-Pull-Beine machen. Dann macht doch Push-Pull-Beine. So.
weil der KLS euch das vorgelebt hat. Macht es doch. Esst vegan dazu, ihr werdet brutal, kann ich euch jetzt schon sagen. Vegane Ernährung und Push-Pull-Beine, das ist die Musterlösung. Ich glaube, das ist tatsächlich die Musterlösung. Also, ja, schreibt euch das hinter die Ohren. Probiert das aus, zieht das durch. Und dann natürlich die Genetik dazu. Ne? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich kann ja mal erzählen, was für mich persönlich, wie gesagt, ich bin ja 12 Jahre jetzt dabei im Training. Und was für mich persönlich immer funktioniert hat, meistens funktioniert hat und besser funktioniert hat als andere Sachen. Und warum das vielleicht auch der Fall war oder ist, keine Ahnung. Ich persönlich trainiere aktuell in einem Fünfer-Split. So, bumm, jetzt habt ihr das. Jetzt habt ihr die Lösung. Ein Fünfer-Split. Ich kann euch auch noch schnell die Aufteilung geben. Das ist der, fang an mit den Beinen, Tag 1. Dann Brust von mir aus als zweites. Rücken an Tag 3, Schultern an Tag 4 und Arme, ja, am fünften Tag, am letzten Tag. So, sagen wir mal von Montag bis Freitag, Wochenende Eierschaukeln. Erholung, ne? Wichtig, wisst ihr noch aus dem letzten Video. So. Oder wenn ihr bekloppt seid, fangt ihr am sechsten Tag wieder mit dem ersten Tag an und macht einfach gar keine Pause. So, wie ihr wollt. Müsst ihr gucken, müsst ihr individuell auf euren Körper hören. Für mich persönlich funktioniert es am besten. Ganz klar, warum? Ich kann individuell die Muskulatur bearbeiten. Ich kann einige Übungen mehr machen, als zum Beispiel bei einem Ganzkörperplan. Wo komme ich gleich auch noch zu einem Ganzkörperplan? Kann zum Beispiel für meine Brust 4 Übungen machen. Ne? Und so weiter. Kann wirklich ausführlich trainieren und mich wirklich fokussieren auf den Muskel, den ich reizen möchte. Darum nehme ich einen Fünfer-Split. Ganz einfach. Und natürlich, weil die Erholungszeit zwischen den Muskelgruppen ausreichend ist. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir machen den Fünfer-Split und ziehen den in einem durch, ohne Pausen, ohne Pausentage, hast du immer noch 4 Tage Zeit, bis du den Muskel wieder attackieren kannst. Das sind immerhin 4 Tage Erholung. Ja, wir müssen bedenken, kein Muskel trainiert sich individuell. Wir haben natürlich immer Hilfsmuskeln dabei. Das heißt, wir haben auch nie eine optimale Erholung. Wenn wir Brust trainieren, haben wir den Trizeps. Wenn wir Rücken trainieren, haben wir den Bizeps und so weiter. So, aber schon mal okay. Erholung ist damit schon mal gesichert. Ich bin auch immer ein Verfechter davon, weil viele immer sagen, ja, wie viel Erholung brauche ich denn? Ja, das kann ich dir nicht beantworten, du. Das kommt auch ein bisschen auf deine Intensität an, wie du trainierst und ob du überhaupt trainierst. Ja, ich habe auch mal versucht, ein Jahr gar nicht zu trainieren, weil ich gehört habe, Erholung, in der Erholung wächst der Muskel. Was passiert? Tja, ich habe abgenommen, hatte keine Muskeln mehr nach einem Jahr. Kann also auch nicht so die Musterlösung sein, ne? Das muss jeder für sich individuell rausfinden, was er da machen möchte. Und es hängt natürlich ganz stark von eurem Trainingsziel ab. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, zum Beispiel, halte ich nichts von einem Ganzkörpertraining. So, außer ihr seid absolute Anfänger. Ihr seid jetzt wirklich das erste Jahr im Studio, macht ein Ganzkörpertraining. Zwei, dreimal die Woche, macht ein, zwei Übungen, wenn überhaupt, vielleicht eine Übung pro Muskel. Und das reicht. Bereitet euren Körper darauf vor, auf die Belastung. Ich verstehe nicht, warum 15-Jährige bei uns im Studio trainieren und einen Fünfer-Split machen, die gerade mal 2 Monate trainieren. Und trainieren wie Ronnie Coleman. Ja, das ist doch Schwachsinn. Auch ein Ronnie Coleman hat damit nicht angefangen. So, wenn ihr wisst, wen ich meine. Aber gut. Das wird halt so vorgelebt im Internet, also wird es auch nachtrainiert. Warum kein Ganzkörpersplit für Muskelaufbau, wenn wir jetzt mal von einem Fortgeschrittenen reden? Die Leute, die selber trainieren, werden schon sagen, brauche ich mir jetzt nicht anhören, das Video, weil ich kenne die Antwort. Ich sage es trotzdem nochmal für die, denen es vielleicht noch nicht so klar ist. Also ein Ganzkörpersplit, wenn man mal logisch überlegt, wie viele Muskelgruppen wir haben. Ja, auch wir müssen ja zum Beispiel schauen, die Beine ist nicht eine Muskelgruppe. Pff, die Beine unterteilen sich in viele verschiedene Muskelgruppen. Ist nicht nur der Quadrizeps, ja, auch wenn der natürlich nur trainiert wird, gerne. Wir haben noch den Beuger, wir haben vielleicht noch die Adduktoren, die Abduktoren, ja, innen außen. Die Waden nicht zu vernachlässigen natürlich.
Das heißt, im Grunde, wenn wir uns da mal drauf verständigen, haben die Beine schon alleine fünf Muskeln sozusagen. Ja, das heißt, sagen wir mal roundabout, wir machen Ganzkörpertraining, haben jeden einzelnen Muskel, wollen natürlich auch jeden Muskel trainieren, ganz klar. Wir lassen keinen Muskel außen vor und haben, sagen wir mal, wir haben 12 Muskelgruppen. Jetzt mache ich eine Übung für jeden dieser Muskeln. Was denkt ihr denn? Wie intensiv kann denn das sein für den Muskel? Wie intensiv kann das sein, eine Übung zu machen für einen Muskel? Ich meine, klar, ihr könnt euch anstrengen bei dieser Übung. Ihr könnt ans Maximum gehen. Aber habt ihr einen